1938 wurde mit dem Bau eines Militärflugplatzes auf der Gemarkung der Gemeinden Teilfingen, Heilfingen und Bohndorf, etwa 40 Kilometer südwestlich von Stuttgart, begonnen. Das Gelände eignete sich als Standort, da es relativ eben, fast nebelfrei und strategisch günstig lag. Erst wurde der Wald gerodet, dann die Startbahn angelegt. Zum Bau wurde zuerst der Reichsarbeitsdienst, später Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter eingesetzt. 600 jüdische KZ-Häftlinge sollten die Arbeit vollenden. In den Wintermonaten 1944-45 durchlebten sie ein unvorstellbares Grauen. Dort, wo heute der Teilfinger Fußballverein trainiert, stand der Hangar, in dem sie untergebracht wurden. Hier lebten, arbeiteten und starben sie. I see everything that took place here. I see the camp. I see the people. I see the camp commandant with the black Sherman Shepherd with the dog. I see the bodies that were piled up right here, high. On the left-hand side was a section that was called the sick bay, where they were putting the sick people. And over there, of course, the people that were laying in the sick bay weren't existing there very long, because if you were sick, there was no ration, you didn't get any food. And it was just that the next step would be from there to over here, to the bodies. Der Flugplatz war als sogenannter Einsatzhafen erster Ordnung geplant. Er war bisher nur zum Starten und Landen benutzt worden, ohne dass Flugzeuge dort stationiert waren. Im Sommer 1943 fand auf dem Gelände ein Lehrgang der HJ für junge Segelflieger statt. Für den verstärkten Einsatz von Nachtjägern wurde 1944 der Ausbau der Startbahn, der Bau von Rollwegen, splittersicheren Flugzeugboxen und kleineren Flugzeughallen geplant. 600 Juden sollten für diese Arbeiten vom KZ Stutthof bei Danzig nach Heilfingen-Teilfingen deportiert werden, das damit ein Außenlager des KZ Natzweiler-Struthof im Elsass wurde. Für die angeforderten 150 Häftlingsfacharbeiter sollten die beteiligten Baufirmen 6 Reichsmark pro Person und Tag bezahlen. Für die 450 Häftlingshilfsarbeiter 4 Reichsmark. Die Juden im Alter zwischen 14 und 60 Jahren kamen aus fast allen Ländern Europas. Für die meisten von ihnen war Auschwitz eine Station des Leidensweges, weil dort jeder, der zu alt oder zu jung war, sofort ins Gas geschickt wurde, hatten manche ein falsches Alter angegeben. Anybody that wanted to live tried the best way possible to live another day. I was fighting every day to survive another day. Le béton de la douleur dans les champs de blé. On a des traces de cet endroit apparemment paisible où les prisonniers traitaient le sol en béton de manière à permettre aux avions d'être cachés. C'est tout à fait impressionnant parce qu'entre les champs de blé d'aujourd'hui restent ces traces. Mon père a sûrement travaillé ici. Il a fait du béton. Mon père était un comédien, un chanteur d'opérette viennois. Il était né à Vienne, il avait vécu à Vienne, dans son Autriche. Et il a été obligé de quitter l'Autriche au moment de l'Anschluss et au moment des difficultés liées au nazisme.
Mein Vater liebte Oper, ist, wenn er immer nur konnte, in die Oper gegangen. Aber dann im Ersten Weltkrieg hat er das Gehör fast verloren. Er kam sehr, sehr schwerhörig wieder. Aber er hatte all diese Melodien und die Arien im Gedächtnis. So, jeden Tag ist er im Wohnzimmer, um so einen großen Tisch, an dem wir zu Hause gegessen hatten, ist er immer rummarschiert und hat Arien gesungen. Und ich war klein und bin immer hinterher marschiert. Ich fand das wunderbar. So, da habe ich die Musik gehört und irgendwie eine gewisse Liebe dafür entwickelt. There were three ways declared of the extermination of the Jewish people. One through starvation, one through hard work with little food, and the third one through gassing and burning in the crematoriums. But at the end was that we are useful only for as long as we could perform the slave labor. Vor allem die deutschen Juden unterschätzten den Rassenwahn der Nazis. Sie mussten einen jahrelangen Leidensweg antreten. Ghettos, Arbeits- und Konzentrationslager, am Ende Vernichtungslager. Stationen mit Namen wie Theresienstadt, Treblinka und Auschwitz. Auch das KZ-Außenlager Heilfingen-Teilfingen war eine der Leidensstationen. Ach, mein Vater, im Anfang wollte er nicht auswandern. Er war immer ein Optimist und glaubte nicht, dass das so schlimm werden würde. Das war alles, wie man so sagt, weil alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Et mon père, qui, d'après les dires de ma mère, était quelqu'un qui pensait que rien ne pouvait lui arriver, qu'il était à l'abri de tout. Il avait cette force de ces hommes qui croient qu'ils sont invincibles et immortels. Von den 600 jüdischen Männern starben in Heilfingen-Teilfingen mindestens 186. Nach der Auflösung des Lagers im Februar 1945 wurden die Überlebenden in andere Lager deportiert. Dort und auf den Todesmärschen starben viele der entkräfteten Juden. Das Schicksal von über 200 Häftlingen ist bis heute ungeklärt. Nobody was supposed to come out from Auschwitz alive. So when we came out from Auschwitz, it was happy that at least we were away from the gas chambers. And when we came here and we saw that there is no gas chambers, no crematoriums, so that we thought that this is going to be a haven now. But it turned out that it was even worse than Auschwitz. 1987 stellte der Förderverein zur Errichtung eines Mahnmals diese Tafel an der Landebahn auf. Bis zum Jahr 2009 der einzige Hinweis auf die Existenz des KZ-Außenlagers am Ort des Geschehens. Die Häftlinge arbeiteten im Winter unzureichend bekleidet. In Kommandos stellten sie Schotter im Steinbruch her, rodeten Bäume, bauten Rollwege, reparierten und vervollständigten die Startbahn, entschärften Blindgänger und wurden zum Schneeräumen eingesetzt. Whenever it was snowing, we had to be ready to be out on the airfield and shovel the snow from the airfield, so that the planes had always had to be a ready runway in case there was an alarm that Allied planes were coming. Im Hangar schliefen sie zum Teil auf dem mit verdrecktem Stroh bedeckten Boden. Es gab kaum sanitäre Einrichtungen. Überall wimmelte es von Ungeziefer. Die Ernährung war unzureichend. Wer nicht mehr arbeiten konnte, bekam gar nichts zu essen. Tagsüber herrschte die Willkür der Wärter. Einige Gefangene wurden zu Tode geprügelt, andere erschossen. Der zuständige Stabsarzt nannte in den Totenmeldungen meist fiktive Todesursachen wie Lungenentzündung oder Kreislaufschwäche. In drei Fällen musste er notgedrungen Schussverletzungen diagnostizieren. Man hat uns gesagt, das wäre eine Lungenentzündung. Lungenentzündung. Aber ich glaube, das ist ein Witz. In Wirklichkeit starben die meisten an den Lagerbedingungen und an den Folgen der schweren Arbeit. Sie zerbrachen psychisch, starben an Unterernährung, an der Kälte und an Krankheiten. Ein Opfer der Nazis waren auch die Steinhards. Nach qualvollen Jahren im Rigaer Ghetto
wurde die Familie im August 1944 im KZ Stutthof getrennt. Der Vater kam nach Heilfingen-Thailfingen. An dem Morgen, als wir aus dem Lager Stutthof zogen, mussten wir durch das Männerghetto. Und es war sehr, sehr früh morgens. Und aber eigentlich nur, wir sahen nur einen Mann da. Und der Mann hatte eine ulkige, knallgelbe Jacke an. Die hatte man ihm gegeben. Ich habe dann erkannt, dass das mein Vater war. Und ich bin schnell aus der Kolonne zu ihm gelaufen. Denn er hätte ja nicht hören können, das, was ich ihm dazu rief. Und deshalb habe ich ihm gesagt, wir werden jetzt fortgeschickt zur Arbeit. Und dann sind wir weiter marschiert. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Max Steinhardt war das erste Todesopfer von Heilfingen-Thailfingen. Warum und wie er gleich nach der Ankunft starb, bleibt ungeklärt. Da kam ein Totenschein zurück, dass er an Herzschwäche in einem Lager gestorben sei. Herzschwäche kann natürlich vieles bedeuten. Und wir haben immer darüber gegrübelt, wie ist er wirklich gestorben. Aber dann habe ich auch erfahren, dass er in Heilfingen starb, aber er wurde erschossen. Auch der kleine 11-jährige Bruder musste sterben. Er wurde nach Auschwitz deportiert und dort vergast. Marga Griesbach gelang mit ihrer Mutter auf einem Todesmarsch die Flucht. Die Frage nach dem Tod des Vaters verfolgte sie ihr Leben lang. Robert Walds Vater wurde ebenfalls beim Bau des Flugplatzes getötet. On ne remplace pas un père. Man braucht einen Vater. Und wenn man keinen Vater bekommen hat, wenn das Leben, das fehlt natürlich. Mein Vater hat mir immer gefehlt. Seine Leiche wurde mit anderen Toten nach Reutlingen gefahren. Im September 1944 hatte das NS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt befohlen, die Leichen der Außenlager in nahegelegene Krematorien zu bringen. In Reutlingen wurden auf dem Friedhof unter den Linden zwischen dem 21. November 1944 und dem 5. Januar 1945 97 Tote des Heilfinger Außenlagers verbrannt. Die Asche sollte anonym verstreut werden. Die Totengräber verweigerten jedoch den Befehl. Sie beerdigten die Asche in Kartons an einer Friedhofsmauer. Nachdem das Reutlinger Krematorium durch eine Mine zerstört worden war, konnten die Toten nicht mehr dorthin gebracht werden. Sie wurden am östlichen Rand der Startbahn in ein Massengrab gelegt. Im Juni 1945 zeigten drei Überlebende, darunter Israel Arbeiter, französischen Soldaten dieses Massengrab. Right over here was the mass grave. We were digging out the bodies over here and then lay them out like this on the white sheets all along. Die männliche Bevölkerung von Oberndorf, Heilfingen und alle Bürger aus Bohndorf und Thailfingen mussten zu Fuß zum Flugplatz und dort die Leichen ausgraben. Dabei kam es zu Übergriffen und Misshandlungen durch französische Soldaten. Zwei Männer aus Bohndorf starben an den Folgen der Schläge. And then they ordered the people from the nearby villages to come in and view the bodies. And as if to say, see what was done here. This is the place of the crime. This is what you people did. Grass is covering up the crimes committed by humanity. Die Thailfinger Frauen mussten ein Grab auf dem Thailfinger Friedhof ausheben, in das die Leichen überführt wurden. Das Holzkreuz, das auf Anordnung der Franzosen aufgestellt wurde, trägt die Inschrift: Hier ruhen 72 unbekannte Häftlinge. Hin und wieder half die Bevölkerung. So erlebte es zum Beispiel Israel Arbeiter,
beim täglichen Marsch seiner Arbeitskolonne nach Reusten zum dortigen Steinbruch Schäfer. Sehr gute Familie hat dort gewohnt. Die Tochter. Waren Sie ein kleines Mädchen, ein schönes kleines Mädchen? And the ladies that we met there this morning, the short lady, her mother used to live here. And she called me in, and there was the kitchen is right there. And she said, sit down here. And she put the dish with food, potatoes and red beets and whatever there was. And I go to, never had a meal like this. Et voilà, c'est ici le lieu glacial où les cendres de mon père reposent, mélangées aux autres torturés. Grand moment d'émotion, bien sûr. Es hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass ich diese ganze Geschichte so verdrängt hatte die ganze Zeit, dass ich einfach nicht damit fertig geworden war. Es fing an, dass meine Töchter mich buchstäblich gezwungen hatten, das aufzuschreiben. Denn da ich einfach nicht darüber reden wollte, waren ihnen die Einzelheiten nicht bekannt. Natürlich, sie wussten diese Geschichte, dass wir im Lager waren, dass mein Vater und mein Bruder ums Leben gekommen waren, dass meine Mutter sich die Füße erfroren hatte und all das. Und dann habe ich so langsam angefangen, das aufzuschreiben. Zuerst war es schwierig. Ich musste immer wieder davon weg. Ich musste mich richtig zwingen, das zu tun. How could a civilized nation, how could people like that be able to do to commit the atrocities that we did? It is just beyond anybody's imagination. On peut pas imaginer, non. On peut pas, non. On peut imaginer, mais on peut pas transposer sur le réel. Là, c'est pas possible. C'est pas possible.